Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Sunken Land. So, mit unserem hochmodernen Hubschrauber hier beim letzten Mal auf der fernen Insel gelandet. Ne, auf der grünen Insel gelandet. Sorry. Die ferne Insel war woanders. Und haben sie von dem Erlöserplan befreit. Und jetzt sind wir an der Reihe, das Ganze hier vom Loot zu befreien. Ich will erstmal ins Haus. Wir sollten auf jeden Fall alle die Fässer mitnehmen, die wir finden können. Da oben steht zum Beispiel Benzin. Das habe ich im Augenblick eigentlich am nötigsten. Nochmal ein Dreirad. Ansonsten gucken wir einfach mal durch, was es hier so gibt. Aber um ehrlich zu sein, von den meisten Ressourcen haben wir eigentlich genug da, bis auf jetzt Eisen bzw. Stahl, Benzin. Das sollten wir uns dann schon in die Tasche stopfen. Guck mal, da ist eine Kiste. Oh, hier ist Eisen. Da sagst du was. Das nehmen wir mit. Richtig mit dem Gewehr, ist keiner mehr da. Erlöser-Clan hat noch eine Insel mit 16 Feinden. Ich freue mich schon drauf, die auch noch auszulöschen. Dann haben wir nur noch mit dem Kriegstreiberstamm zu tun. Dann hätten wir unsere Waterworld für uns hier. Da ist noch ein Fass. Was ist denn los? Nimm mal alle Fässer mit. Ah, gehen wir, glaube ich, gehen wir mal hier außen rum lang. Da oben lag noch eine Waffenkiste. Hier ist noch ein Spind. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, nehme ich vielleicht noch das Magazin mit, aber die beiden Sachen kannst du behalten. Achso. Muss ich die eigentlich rauswerfen? Damit das zählt als gelootet, der Container? Weiß ich gar nicht so genau. Schön ein paar Waffenteile. Ich glaube, ich bin gleich wieder voll. Lass mal erstmal die beiden Fässer noch mitnehmen. Oh, shit, ich bin schon voll. Er steht auch überall noch außen Loot rum. Ist auch eine ziemlich große Insel. Metallschrott will ich eh nicht. Ich will nur die chemische Substanz. Danke sehr. Schrott können wir hier lassen, aber ich würde trotzdem noch mal eben schnell an den Hubschrauber. Das Drama, wenn du wieder zurückfliegen musst, ne? Das wird ja grandios. So, ja, Eisen. Gummisteckt schon mal. Ich weiß nicht, Schrottmetall. Die nehme ich mit. Komponenten kann man immer gebrauchen. Munition sowieso. Den 10er Benzin, den kannst du hier reinpacken. Ich glaube, das wird nicht viel werden. Wir werden nochmal... Das T-Shirt schmeiße ich jetzt wirklich weg. Ich weiß nicht, ob die Gasmaske nochmal was bringt. Ein Dreirad haben wir eigentlich auch schon. Das kann noch rüber. Das kann da drauf. Krampfhaft. Bisschen was wegsortieren. Habe ich nur noch... Nee, ich wollte gerade sagen, eine Fackel nur noch über. Kann ja auch nicht sein. Verband. Ja, gut. Ein bisschen Platz haben wir. Können wir noch eine kleine Runde drehen. Dass wir zumindest die Insel nochmal beim Hellen gesehen haben, da ich mich hier beim
im Dunkeln drauf geschlichen habe. Ah, jetzt habe ich die Zigarre, habe ich glaube ich gerade reingepackt, ne? Ja, so einen kleinen Beistelltisch kann ich schon noch mal gebrauchen. Und ich will es halt abluten, damit ich die Prozente ein bisschen im Auge habe und sehe, wie viel wir da geschafft haben. Wenn ich dann auch mal ein bisschen was hier lasse. Wir brauchen es wirklich nicht mehr. Erstmal ein bisschen am Holz abreagieren. Hier gibt es ja jede Menge. Was haben wir hier Schönes drin? Na, nochmal eine Leuchtfackel. Wir haben uns ja sehr gute Dienste erwiesen hier auf der Insel. Oh, hier ist nochmal Eisen. Nice, her damit. Wir brauchen noch Stahlbarren für den großen Generator, den wir uns noch anschauen müssen. Und guck mal, fällt mir jetzt erst auf. So langsam kriegt er richtig Übung, ne? Die Rüstung ist noch relativ heile. Dass wir hier den kompletten Erlöser-Clan weggemäht haben. Ah, das Gewehr war schon nicht schlecht. Hätte ich jetzt aber auch mit dem alten Repetiergewehr hinbekommen wahrscheinlich. Da kann ich besser mit zielen. Ich weiß gar nicht, warum es so ein komisches Visier ist. Das ist irgendwie blöd. Vielleicht müsste ich mir doch mal bei der Händlerin eins kaufen. Und das mal drauf packen. Vielleicht funktioniert es besser. Und die Kiste hätte ich gemacht. Ah, ich bin immer noch auf der Suche nach dem besten Helm, den man sich bauen kann. Aber schön Gewehrmunition, das ist nice. Das Magazin nehme ich noch mit. Den Helm. Achso, die ballistischen Fasern. So, ein bisschen Schießpulver. Achso, kannst du behalten. Was? Warte kurz. Ah, jetzt muss ich erst wieder was hinwerfen. Ne? Lass das Bild mal hier. Jetzt habe ich das Gummi auch wieder aufgenommen. So. Jetzt aber. Okay. Sind wir jetzt schon? Da hinten musst du noch hin. War hier oben rum, ne? Hier steht auch noch Zeug. Waffenkiste unbedingt, gerade wenn Munition drin ist. Ach, shitty. Schrotpatronen, die muss ich schon mitnehmen. Wir gucken zumindest mal rein in die beiden schwarzen Kisten, ob da was Geiles drin ist. Betäubungs- und der Arbeitslatzhose in hellblau. Wäre ja schon mal was. Das sind jetzt auch nicht so ultra geile Sachen. Würde ich trotzdem mitnehmen, gerade was so Glas und so ist. Die wollte ich nochmal runter. Was ist denn hier oben eigentlich noch los? Ach, guck mal. Noch eine Waffenkiste. Jo, das passt. Was ist denn jetzt gemacht? Das passt noch. Hier ist noch ein bisschen Müll, den muss ich später mitnehmen. Vorsichtig hier runter und dann gucken wir nochmal in die Kiste. Also schmeiße ich jetzt den Rest hier einfach runter. Sammel das unten wieder ein. So, zack.
Kannst du unten auffangen. Ah, perfekt. So, was haben wir denn hier? Atemmaske, Glas, Parfüm, Gummi, Holzplanke passt schon nicht mehr. Oh, da schmeiß runter. Sammel's unten auf. So, ja gut, ich glaube, ich werde erstmal meinen... mein Hubschrauber beladen. Und quetsche hier den letzten Rest noch irgendwie rein. Das hier geht noch. Zumindest noch mal zwei, drei Plätze habe. Und dann sehen wir uns zu Hause, ne? Also... hier geht nicht mehr viel, muss ich sagen. Ein bisschen Platz noch. Vom Holz brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Ah! Das passt noch. Na, scheiße. Okay. Oh, guck mal hier, doch. Wissen wir, was geht noch? Dann mache ich mich jetzt erstmal zurück. Und wir können ja nochmal zur Not, entweder kommen wir mit dem Ding oder mit dem Jetski. Ich denke mal, ein Inventar von mir würde dann sogar reichen, um die Reste jetzt hier mitzunehmen. Wollen wir zusammen noch? Also zumindest starten wir mal. Treibstoff hinzufügen? Nee. Nicht Fahrgast. Fahren will ich. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Das war eine scheiß Katastrophe, verdammt meins. Das schaffe ich nicht. Hochziehen! Hochziehen! Nein, ich hänge im Zaun! Jetzt habe ich es geschafft. Ich werde wohl mit dem Boot nochmal wiederkommen müssen. Oh, guck mal. Kann ich jetzt hoch? Hier, steigt mal ab. Oh Gott, in die Rotorblätter gekommen. Ja, easy peasy, wir sind doch drauf. Ich benutze den nicht mehr. Sag's euch. Hoch, 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 hoch. Alter. Ich kann ihn nicht. Das ist unmöglich. Einfach nach vorne fahren? Ja! Oh, ich hänge irgendwo dran. Guck mal, er ist noch heile. So, jetzt aber. Kann ihn auch nicht irgendwie neu hinstellen, ne? Dass man nicht direkt so am Arsch ist. Muss jetzt erstmal so. Nicht gegen den Dinges da. Ich mach mich nach Hause, ihr Lieben. Wir sehen uns gleich. Außer ich stürze nochmal hier irgendwo rein. So Leute, Anflug auf die Base. Achtung, Achtung! Pilotenschein sollte ich nicht machen. Ich lande auch nicht auf dem Dach, ich bin doch nicht bescheuert. Ich crashe einfach im Wasser. Ob das so gedacht war, dass ich einen Anflug aufs Dach mache? Vergiss es! Nein! Ganz ruhig. So, alles klar. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich liebe mein Boot. Gut, oh, genießen wir noch kurz bis den Sonnenuntergang. Ich muss mich ein bisschen erholen von dieser Hubschrauber-Tortur.
Ist natürlich schlecht, wenn der hier beschossen wird beim nächsten Angriff. Muss ihn vielleicht mal irgendwo anders hinstellen, aber ich glaube, ich benutze den nicht mehr. Der ist mir zu krass. Ja, ich räume ein bisschen auf, mache ein Schläfchen. Wir sehen uns dann. Puh, Gottes Willen. So, da sind wir bei der Händlerin. Ja, ich habe ein bisschen Zeug eingepackt. Ich würde tatsächlich gerne was bei dir kaufen. Und zwar, wir probieren mal so ein taktisches Visier. Ja, warte mal. Erstmal kriegst du hier die Gasmasken und die Holzknüppel. Die kann ich nicht in den Recycler werfen. Get lost. Ja gut, ist klar. Ja. Sei mal nicht so gierig, olle Zippe. Ist ja schlimm. Aha. Not enough. I need more than that. Natürlich. Ah, fine. We can have a deal. Okay. Haben wir ein Visier? Probieren wir direkt mal aus. Willst du noch was mitnehmen? Würde eigentlich gerne... Hat jemand schon mal irgendwie einen Bauplan für diesen Marmor gesehen? Also, wo man den verwendet? Ich habe noch nichts gesehen. Kann sein, dass ich blind bin. Hier, warte mal, willst du gleich nochmal... Ja, ich weiß, du bist begeistert von dem Angebot. Das wird sich gleich noch ändern. Ich schmeiß mal alles rüber. Hätte gerne... 4 Stück. Okay, 19. Können wir noch eins? Alles klar. Nehme ich nochmal 5 mit, kauf beim nächsten Mal nochmal 5, haben wir schon mal wieder einmal 10 Benzin zusammen. Können wir ja umwandeln. Baupläne habe ich soweit alle. Ich glaube, sonst will ich nichts groß von ihr. Ich könnte zwar noch Heilung und Konservendosen mitnehmen, aber das lassen wir erstmal. Wie sieht mein Inventar aus? Ich habe noch ein bisschen was im Hubschrauber. Habe ich noch nicht geschafft auszuladen. Das nehme ich nochmal eben mit rüber. Und dann würde ich mal versuchen. 4 Kohle hast du noch. Ja. Dass wir uns noch schnell die Materialien zusammenschmelzen für den großen Generator. Wir bauen noch ein paar Sachen zusammen. Ich will mal ganz kurz nochmal hier eben das exportieren. Der große Generator benötigt 10 Stahl. Ich glaube, da brauchen wir noch 4. Die müssen wir mal zusammen wegschmelzen. Was ist das? Maschinenpistole und taktischer Helm. Machen wir die Sachen von Wert darüber. Hier war eine AK und ein taktischer Helm. Dann schmeißt den dazu. Und die hat sie da, glaube ich, schon drin. Sehr gut. Dann, ihr erinnert euch. Oh, schmeiß es doch nicht weg, hast du gerade gekauft. Auf unserer M14 ist dieser relativ kleine Visier. Und das verdeckt mir irgendwie so ein bisschen die Sicht. Ist das mit dem hier besser? Oder ist es... Das geht gar nicht. Muss ich das aus Gewehr ziehen? Oh, warte mal. Nee, oder war das richtig? Nochmal. Ah, okay, da ist es. Ah, viel geiler. Viel, viel geiler. Was habe ich denn jetzt hier alles? Einmal habe ich jetzt einen Punkt. Ah, nee, das passt aber schon so. Ah ja. Okay, das könnte helfen. Deine Sachen sind gar nicht repariert. Bum, bum. Nächsten 5 Barren. Wir haben jetzt 7, also 3 müssen wir noch. Haben wir genau genug Eisenbarren dafür? Oh, jetzt ist nur die Frage, kann ich denn... Wo habe ich denn das gesehen? Hier, bei Essen. Lass uns mal das Aquarium bauen. 30 Glas? Das ist aber...
Das ist aber üppig. Ja gut, haben wir da. So. ...20 Metall und 10 Elektronik nochmal. Ja. Dann gönnen wir uns mal das Aquarium. Jetzt ist nur die Frage, kann man da irgendwas... Wo willst du denn das stehen haben? Langsam wird es fast ein bisschen voll, ne? Ist überall so ein schöner Ausblick, den will ich mir eigentlich gar nicht vermiesen. Ich stelle das mal hier hin. Das Aquarium. Hm. Guck mal, das könnte ja richtig gut aussehen hier, das gute Stück. Jo! Aber ich kann da nicht drauf zugreifen oder so. Aber aussehen tut es mal ganz schnieke eigentlich. Okay. Gut, hätte ja sein können, dass man vielleicht da sogar ein paar Fische reinpacken kann. Vielleicht kommt das auch noch rein. Ich weiß es nicht. Wir haben es uns mal angeschaut. Erstmal Stahlbarren nachlegen. Ich meine... Eisenbarren, um Stahl herzustellen. Wirst du noch ein bisschen Kohle brauchen? Oh, ist ja auch ein bisschen was da. Ja, das reicht für den Rest. Gudi. Restlichen Dekomaterialien schmeiße ich erstmal hier in die Dekokiste noch rein. Bisschen was könnten wir noch aufstellen, aber... Wir haben schon recht viel stehen oben. Nee, mach ich später. Klamotten noch weg. Das hier rüber und der Rest ist alles unten für die Kisten. Packen wir das mal da rein. Stoffkiste ist auch schon bald voll. Komponenten sind auch noch genug da. Ich könnte noch mal Benzin durchrödeln lassen, wenn ich noch genug Holz hätte. Ja, habe ich sogar noch. Na, lass uns mal gucken erst, bevor ich das jetzt durchbrate. Haben wir noch was zu bauen? Hier eher nicht. Ach, guck mal, das Schweißwerkzeug habe ich ganz vergessen. Ja, natürlich, das müssen wir nochmal ausprobieren. Dann würde ich nochmal schmelzen müssen. Ist hier noch Holz drin? Ja. Jo, schmelzen wir nochmal zwei Runden an dem Ofen auch noch durch. Können wir auch mal zusammen machen. Mache ich ja sonst immer alleine. Nehme ich euch mal mit. So. Waffenwerkbank. Mach mal 8 Stahl. Haben wir jetzt eigentlich... Also wir haben die SMG ausprobiert. Die werde ich irgendwann auch mal wieder mitnehmen, damit wir mal ein bisschen Pistolenmunition loswerden. Da haben wir ja mittlerweile sehr viel gefunden. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der M14. Jetzt mit dem neuen Visier wird das passen. Und alles andere ist halt nicht mehr gut genug, ne? Also ich glaube, wir haben die besten Waffen. Und somit schon gebaut. Bei der Rüstung gibt es immer noch ein kleines Problem. Dass wir diesen Helm hier noch nicht gefunden haben. Den Helm der Spezialeinheit. Ich hoffe, der läuft uns jetzt bei der nächsten Insel mal über den Weg. Den hätte ich nämlich ganz gerne noch. Wie sehen meine Sachen überhaupt so aus? Ja, ich laufe nämlich immer noch mit dem 25er Polizeihelm rum.
Das wäre schon ganz geil. Wir würden da nochmal was Besseres kriegen. Oh, guck mal. Stahlbarren ist fertig. Das heißt, wir könnten den Generator angehen. Was kostete das Ding? Können wir ja gleich nochmal durchgehen. Also hier haben wir alles gebaut. Waffenwerkbank, Munitionswerkbank, Treibstoff. Hier ist auch alles am Start. Hier fehlt tatsächlich nur noch dieser Generator. Da haben wir jetzt den Stahl dafür zusammen. Interessiert mich, ob der vielleicht vom Verbrauch her ein bisschen besser ist. Muss man ja mal ausprobieren. 5 fortgeschrittene und 10 elektronische. Das wäre jetzt nochmal das große Ziel. Und hier müssen wir uns nochmal um den Detektor kümmern. Ich glaube, wir mussten sogar die Sirene noch freischalten. Das haben wir unser Alarmsystem ausprobieren. Ja. Also. Elektronik, fortgeschrittene Teile. Jo, können wir hinstellen, das Teilchen. Mal gucken, wie groß. Alter. Scheiß die Wand an, ey. Muss ja nochmal eine extra Base für bauen für das Ding. Junge, Junge. Okay, dann wo setze ich denn den hin? Habe ich hier noch eine freie Wand? Nee. Eigentlich nur die hier mit der Dartscheibe. Oh Gott. Nee, nach oben in den Wohnraum will ich ihn auch nicht setzen. Der muss hier schon hin, ne? Aber dann müsste er entweder hier hin, wo der alte stand, dass wir den austauschen. Aber der nimmt ja echt so viel Platz weg. Alter, der passt nicht mal hier rein. Okay, dafür müssen wir noch mal ein bisschen was umbauen hier. Ich brauche mal kurz meine Kiste. Dann nehme ich die Dinger mal weg. Finde ich jetzt eh nicht so geil hier an dieser Stelle. Stellen wir die hier drunter? Ja. Wenn man einen Dartfall daneben wirfst, ist ja nicht so schlimm. Warte. So, nochmal. Dann quetsche ich den jetzt hier drunter. Sollte mir nur das Fenster nicht verdecken. Also ich muss ein bisschen weiter hier rüber vielleicht. Das ist ja immer so spannend, ne? Mach mal so. Jo, passt. Alter, ist das ein Gerät. 20 Treibstoff können da rein. Hier wird der Draht installiert. Hier ist ja auch fast nichts mehr drin. Das heißt, ich müsste jetzt die Gerätschaften da dran anschließen. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das jetzt genau verkable. Ich würde erstmal gern den Detektor und die Sirene freischalten. Das heißt, wir gehen nochmal an den Forschungstisch und gucken nochmal, was da noch über war. Hier das Ding brauchen wir noch. Nochmal elektronische Teile, die werden relativ knapp jetzt werden. Ansonsten ist hier auch nichts wirklich Spannendes mehr drin. Wir haben alles Geile schon gebaut. Dieses Teilchen hätte ich aber gern noch. 5 Metallschrott und Elektronik. Ups, das hat mich hingehauen. So.
Müsste mal was trinken. Was haben wir denn hier noch so zu essen drin? Hier ist noch ein Schnitzel. Na, nimm das. Und zum Nachtisch. So, gibt es noch mal ein paar Erdbeeren. So, die Sirene. Die wird wohl auch bei Verteidigung sein, gehe ich mal von aus. Ja. Bauen wir uns mal. Ui. Oh Gott, ist das ein Riesending. Mache ich die oben aufs Dach oder wo mache ich die hin? Ach nee, warte mal. Muss ich die verbinden mit den Detektoren vielleicht? Also. Aber hier unten hätte ich sie echt ungern stehen. Aber das geht doch hier nicht. Das hängt doch da voll drin. Das ist doch Mist. Dass du so ein langer Lulatsch bist, ist gar nicht so geil. Oben aufs Dach. Ja, muss ich dann wohl, ne? Stell dir mal hier oben dran. Hier rum gehörst du so. Kannst nicht sehen, ich stelle dir jetzt einfach mal hier hin. Ja, ich muss natürlich auch mit dem Strom verbinden. Das hätte ich dann aber gerne mit dem Generator gemacht. Mit dem neuen. So, jede Menge Schrottmetall. 4 Detektoren. Aktiviert nahegelegene Alarme, wenn Feinde in den Bereich eindringen, oder was? Schrottmetall. Lass mal einen bauen und mal gucken, wie das Ding überhaupt aussieht. Zieh. So, ein Detektor. Ja, so vielleicht, oder? Dass die maximal Reichweite haben an der Base weg. Dann muss ich die jetzt auf jeder Seite bauen? Ja, wahrscheinlich, ne? Umso mehr deckst du ja ab. Hä? Der schwebt doch in der Luft hier, oder? Gut, wenn ich ihn da bauen darf, setze ich ihn auch dahin. Ist mir ja egal. Jetzt ist nur... Sieht ein bisschen komisch aus, weil die hier so durch die Gegend schweben, aber... Ich nehme es erstmal so hin. Jetzt wahrscheinlich aus dem... So, ne? Oder? Darf ich dich jetzt hier bauen? Ich mach mal... Das ist ja komisch. Oh! Oh nein! Warte mal, das sieht ja beschissen aus. Moment. Hä? Bei den anderen ging es besser eben. Oder ich habe nicht gesehen, dass sie irgendwie hier rumschweben. Aber den... Der ist ein bisschen zickig hier. Der Gute. Hä, wieso denn das? Wieder ran! Okay, der wird wohl einfach schweben. Da gucken wir nicht so genau hin. So. Funktionieren die jetzt? Wie funktionieren die jetzt? Muss ich die verbinden? Aber da stand ja, aktivieren nahegelegene Alarme.
Mache ich das jetzt mit dem oder mache ich alles andere mit dem? Und oh ja, ich glaube, wir bauen den mal ab. Da ist ja hier gerade kein Treibstoff drin. Ist jetzt zwar nichts mehr angeschlossen, aber dann würde ich den vielleicht sogar mal extra hier oben hinstellen fürs Licht. Irgendwo, wo er nicht so gut getroffen werden kann. Hier so hinter die Tonne oder so. Dann würde ich hier quasi nur die Lampen anschließen. Und vielleicht noch den Kronleuchter. Mal gucken. Ja, zum Ausprobieren, ne? Können wir das mal machen. Wäre zwar wahrscheinlich besser, ich würde dann alles über einen laufen lassen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Ich weiß noch nicht, wie ich es verkable. Das mache ich in einer stillen Stunde und zeige es euch dann. Dann sind wir ja wieder 5 Stunden am Rumschrauben. So, Aquarium haben wir noch hingesetzt. Das Schweißwerkzeug fehlt noch. Und ich habe nicht mehr genug Electronics. Dann müssen wir nochmal zu Siggi. Siggi, hast du nur Electronics? Jo, komm rüber. Hab ich noch. Wir haben mal gespannt. Zeig mal her. Du wirst doch wieder gierig. Komm, ich nehme alle. Ich hoffe, irgendwann kann man mal so ein Stack direkt übertragen. Das wäre großartig. Get lost, sagt sie. Oh Gott. Nächstes Mal schneide ich es raus, versprochen. Voll, aber richtig teuer hier. Digi, das reicht aber gerade so, was ich hier mitgenommen habe, ne? Ja. Hast du heute wieder einen schlechten Tag oder was? Ah, ja, den Schlüssel. Ist doch nicht zu glauben. Let's trade, let's trade. Naja, ich komme nochmal wieder dann. So, ich finde es nice, dass wir direkt neben dem Händler wohnen, muss ich ja mal sagen. Wenn mal sowas ist, kannst du mal schnell rüberflitzen. So, Schweißgerät. Rein theoretisch müsste ja hier das ein oder andere. Achso, der. Wie funktioniert der? Also mit einer Batterie, wie es aussieht. Ja, habe ich noch oben. Ist kein Problem. Hier. Ich sehe da jetzt. Ja. Okay, das ist geladen. Jetzt gucken wir mal. Ja, hier haben wir. Oh. Alter Schwede, guck mal, wie kaputt das hier schon wieder alles ist. Yo! Da steht das Ding. Okay. Das ist schon cool. Dauert aber auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja gut, okay, komm, das machen wir noch. Jetzt gehe ich ja aber nicht mehr auf den Sack. Denn die ganze innere Reihe haben sie mir irgendwie... Warum schießen die nur innen drauf? Aber hier ist auch mal außen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, wie ihr seht. Dafür sollte die Batterie allerdings reichen.
Wandfalle ein bisschen kaputt. Die Wände an sich sind, glaube ich, in Ordnung. Oh, hier die Wandfalle. Halt noch mal eins fest, ne? Auch hölzerne Wandfallen werden mit dem Schweißgerät repariert. Alter, ist doch irgendwie Metallsäule. Upsi. Ja, es ist natürlich deutlich angenehmer als mit dem Hammer, ne? Da kommt man auch immer so schlecht dran. Hiermit kommst du viel besser dran. Du musst dich gerade beim Wände reparieren, wenn was davor steht. Können wir das gerade noch ausprobieren? Ja, hier zum Beispiel. Um an die Wand mit dem Hammer zu kommen, musst du wieder eine Stunde lang rumfummeln. Das geht mit dem hier geiler. Ist schon ganz cool, muss ich sagen. Aber jetzt ist gut. Ich mache den Rest dann nach der Folge. So, einiges erledigt, muss ich mal sagen. Jetzt geht es darum, noch die letzten 5 Inseln haben die. Den Erlöserplan erstmal nochmal auszulöschen und dann die letzten 5 Inseln des Kriegstreiberstamms. Da freue ich mich sehr drauf. Alter, 5 Inseln? Ach, guck mal, ja gut, hier unten waren ja noch 2. Stimmt, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Zwillingsfelsen machen wir in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Hier sind 2. Zwillingsfelsen war, glaube ich, noch Erlöserclan. Die letzte. 4. Wo ist denn die letzte Insel? Ach, hier, die Basis der Eisenhelme. Ah ja, okay. Dann sind das alles noch Inseln, die wir erobern müssen. Das werden wir tun. Ab der nächsten Folge. Lieben, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es fummeliger war. Aber wir müssen uns ja alle Bauteile auch mal angucken. Ich guck mal, wie ich das mit der Verkabelung hier löse, ob ich den zweiten Generator überhaupt noch brauche oder nicht. Ach ja. Und ich muss Holz besorgen, damit ich wieder Benzin anschmeißen kann. Wir werden so einiges brauchen. Jo, dann freue ich mich auf morgen. Und ihr macht euch wie immer noch einen schönen Tag. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Das ist gut.